Hallo zusammen, hier ist Pavel. Heute ist ein ziemlich schlechter Tag. Es ist windig, es ist kalt, es ist grau, aber das macht nichts. Das Thema ist heute Fotografieren am See. Bleibt dran. Olga und ich sind zum Steinhuder Meer gefahren. Das ist in der Nähe von Bunsdorf. Wer hier aus der Region kommt, kennt das auf jeden Fall. Das ist ein beliebtes Ausflugsziel für alle, die in Hannover wohnen und der Umgebung. Und wir sind jetzt auch von Hannover mit dem Auto hierher gekommen. Gut, also wie gesagt, das Wetter ist nicht so super toll, aber das ist jetzt kein Grund, um zu Hause zu bleiben, auf dem Sofa zu sitzen, Popcorn zu essen und irgendwelche Netflix-Serien gucken. Nein. Wir gehen fotografieren. Und zwar habe ich heute Sony Alpha 7C mit Cäsar, ja, und ich habe neues Sigma-Objektiv 50mm Blende 2 der GDN Contemporary Serie. Das ist ein Objektiv, den hat uns Sigma jetzt zur Verfügung gestellt, damit wir testen können. Wir machen das immer gern. Vielen Dank an dieser Stelle. Schöne Grüße an Sigma. Aber das Thema ist heute nicht das Objektiv. Was fotografieren wir am See? Nur mit einer Brennweite. Wie können wir jetzt ein paar schöne Fotos machen, die sogar auf eine Postkarte schaffen können, obwohl das Wetter schlecht ist? Kommt einfach mit. Motiv Nummer 1. Wir haben jetzt hier eine Aussicht von der Brücke. Wir sind auf kleiner Holzbrücke und hier gibt es so einen Fußgängerweg, wo man sehr schön laufen kann. Dieser Fußgängerweg macht eine schöne Biegung. Ich fotografiere jetzt im Blendenformat, es fängt an zu regnen. Ich habe in letzter Zeit immer Glück mit dem Regen, wie zum Beispiel in Porto. Aber hier, schaut mal, diese schöne Biegung. Ich nehme jetzt, gut, ich dachte Blende 8, aber ich mache ein bisschen weniger, 5,6 und fotografiere exakt diese Biegung. Und das sieht sehr gut aus. Da läuft eine Person mit gelber Jacke. Das stört mich jetzt überhaupt nicht, weil das kann man als Farbtupfer nehmen. Wäre die Jacke rot, wäre es natürlich noch besser, aber wer sich mit Photoshop auskennt, kann die Jacke problemlos umfärben. Also, das ist jetzt die Aufnahme Nummer 1 mit der Biegung. Man kann die Farben natürlich rausholen. Das Foto, was ich jetzt eingeblendet habe, habt ihr gesehen und das sieht wirklich nicht schlecht aus. Die Aufnahme Nummer 2. Also wir sind jetzt hier. Hier sind diese Wasserpflanzen. Ich weiß nicht genau, wie sie heißen. Schilf. Ja, Olga sagt gerade Schilf, das ist richtig. Im Hintergrund ist ein Schiff. Es ist windig. Und ich mache jetzt ein dynamisches Foto mit diesen Schilfpflanzen oder mit diesen Pflanzen, einfach egal wie sie heißen. Und ich möchte, dass die Schärfe auf den Pflanzen liegt und das Schiff im Hintergrund ist unscharf. Das ist super einfach. Wir können jetzt mit Zeitvorwahl fotografieren. Ich nehme jetzt 1/4000stel der Sekunde, damit durch Windbewegung eingefroren ist, damit wir diese Schilfblätter scharf kriegen und durch Blende 2, gut, das wird jetzt automatisch oder man kann das auch hier einstellen. Wir können auch übrigens so machen, er sagt, okay, manuelle Einstellungen, 1/4000stel der Sekunde, Blende 2 und dann bekommt er auf jeden Fall so eine Aufnahme, wo er sagt, okay, diese Pflanzen, die im Wind wackeln, die sind scharf, die bleiben stehen, also bei 4000stel der Sekunde kriegen wir das schon hin, ja. Und das Schiff im Hintergrund gleich mit der Horizontlinie, mit der Wasserkante, wird quasi unscharf. Und das Schiff ist bemalt so mit, also ist jetzt rot und blau. Ja. Das ist eine willkommene Abwechslung mit ein bisschen Farbe. Ja, das heißt, wir haben eine schöne dynamische Aufnahme, durch Mitte geteilt mit dem Schiff und Wasserkante und die Pflanzen im Vordergrund. Also ich gehe jetzt runter und mache jetzt meine Aufnahme so, dass das richtig schön aussieht. Das Schiff kann ich sogar ein bisschen weiter nach links verschieben. So. Manuelle Einstellung. Blende 2, 1/4000stel der Sekunde und ich komme auf ISO 100. Gut, es ist hell, klar. Und wir haben auf jeden Fall durch diesen Himmel im Hintergrund zu viel Licht. Aber das hat jetzt super gepasst. Obwohl ich habe hier minus ein Drittel Belichtungskorrektur. Auf jeden Fall. Mit diesen Einstellungen habe ich dieses Motiv jetzt abgefrühstückt. Also der Wind ist wirklich sehr stark und ich hoffe, dass ihr mich gut hört. Also die Möwe wird hier sogar so ein bisschen weggeweht vom Wind. Das ist okay. Wir haben jetzt Motiv Nummer 3. Die Trauerweide. Warum ist die Weide traurig? Weil es windig ist und es ist kalt. Aber das ist ein super schönes Motiv, weil wir haben links eine Metallskulptur. Und diese Skulptur können wir als Abschluss für unser Motiv nehmen.
Und die Trauerweide wird jetzt komplett horizontal von dem Wind weggeweht. Also diese ganzen Zweige und Blätter, die werden horizontal platziert. Und das ist natürlich super cool, weil was anderes. Ja? Hier muss natürlich ein bisschen aufwarten, weil die Leute laufen mich herum. Und man muss einen Moment erwischen, wo wir nicht zu viele Leute vor der Trauerweide haben, dass alles ein bisschen frei steht. Aber wir haben ein großes Motiv, wir haben als Gegengewicht ein kleines Motiv und wir haben schon wieder so eine dynamische Aufnahme wegen dem Wetter. Ja? So, jetzt mache ich das ganz sportlich. Wir haben wieder mal die Einstellungen, manuelle Einstellungen. 1/4000 Sekunde, Blende 2, obwohl hier kann ich auf jeden Fall auch schon mal mit Blendenvorwahl arbeiten. So, jetzt habe ich den Moment erwischt, wo absolut frei ist und ich habe jetzt die Möglichkeit, also ich nehme jetzt einfach mal Blende 5,6 und bekomme so eine Aufnahme, die so wirklich traurig romantisch ist. Gut, die Atmosphäre ist jetzt gerade so, dass wir keine Fotos erwarten können, wie mit Palmen und Sonnenstrand, Tequila und so weiter, das geht nicht. Deshalb müssen wir uns hier was ausdenken, was zu dieser Umgebung passt. Und dieses Motiv, was ich jetzt gerade aufgenommen habe, ist exakt das, was ich haben wollte. Motiv Nummer 4, das ist der Klassiker. Sieht ihr diese Boote, die in einer Reihe aufgestellt sind? Diese Reihe ist nicht perfekt. Also die hat auch so einen leichten Versatz, also das heißt die Hecke von den Booten, die stehen nicht auf einer Linie, sondern sind immer ein Stückchen weiter. Und das ist für mich absolut genial, weil ich kann hier mit offener Blende fotografieren. Ich nehme jetzt Blende 2 und fokussiere auf das Boot, was unten steht. Gut, die stehen alle unten, aber auf das erste Boot und mache quasi so eine schöne Reihe mit den Booten. Und durch diesen Schärfeabfall bekommen wir ein wunderschönes Bokeh und außerdem bekommen wir gratis dazu die schönen Farben. Also die Boote sind blau, Rest ist so, es gibt Grautöne, es gibt Brauntöne, es gibt Grüntöne, also im Prinzip alles. Und der Himmel, gut, Himmel ist grau, in andere Richtung gibt es ein paar Wolken, aber hier, das passt super. So, jetzt gehe ich ganz mutig runter. Ich hoffe, dass ich das hinkriege, weil Objektiv hat schon ein bisschen Tropfen abbekommen, aber das macht nichts. So, eine Ente kam auch noch dazu, kostenlos. So. Jetzt machen wir von hier noch eine Aufnahme. Die Brücke ist auch jetzt sichtbar. Ich fokussiere auf die Boote und mit diesem Boot bin ich jetzt soweit fertig. Ja, wunderschönes Motiv. Spannend. Also damit könnt ihr immer arbeiten und solche Motive werden sehr gerne zu Wettbewerben eingereicht. Wir machen das jetzt nicht. Wir gehen zum nächsten Motiv. Hast du kein Motiv? Finde ein Motiv. Und ich finde immer Motive. Das hier, das ist auf jeden Fall ein super Motiv. Gut, es gibt natürlich bessere Fernröhre, zum Beispiel aus Kupfer, aus Messing. Die gibt es immer auf verschiedenen Schlössern und Burgen. Haben wir auch schon oft fotografiert, zum Beispiel Burg Hohenzollern oder Wartburg in Thüringen. Also da gab es natürlich ganz andere Sachen. Aber das hier, das ist super genial, weil der Himmel passt gerade dazu. Und so können wir sagen, okay, das ist jetzt quasi ein Sehnsuchtmotiv, weil dieses Rohr ist jetzt in Richtung Himmel gerichtet und wir können wunderschön dieses Rohr in Drittel platzieren, also im rechten Drittel und Rest ist Wasser und Himmel und wir haben natürlich wunderschöne Wolken. Das Schöne bei diesem Motiv ist, wir haben viele Glanzstellen, das heißt wir können bei der Bildverarbeitung alles auf Hochglanz polieren, wir können die Farben rausholen. Und wir können das Ganze so gestalten, dass das farb- und kontrasttechnisch sehr attraktiv aussieht. Wie habe ich das jetzt fotografiert? Ich habe jetzt Blende 4 genommen, weil ich wollte, dass der Himmel und das Wasser im Hintergrund ein bisschen im Bokeh verschwinden. Ich habe jetzt Belichtungskorrektur minus ein Drittel. Die Verschlusszeit kam auf 1600 der Sekunde und ISO auf 100. Ihr wisst, ich fotografiere immer mit ISO Auto. Und mit ISO Auto kann man natürlich sehr variabel arbeiten, ohne Probleme, weil ISO wird immer selbst eingestellt. Und das Foto, was ihr eingeblendet bekommen habt, was ich euch gezeigt habe, das habe ich natürlich in Kamera RAW von Photoshop bearbeitet. Ich habe euch 5 Motive geliefert. Trotz widrigen Wetterverhältnissen habe ich mich tapfer geschlagen und mit meiner Ausbeute bin ich zufrieden. Und wenn ihr auch,
mit meiner Ausbeute zufrieden seid, dann abonniert unseren Kanal, werdet Kanalmitglied, weil Kanalmitglieder unterstützen uns bei unserer Arbeit. Und wenn ihr wollt, gebt uns ein Super Thanks. Vergesst nicht, bei uns im Shop vorbeizuschauen. Wir haben verschiedene Produkte zum Thema Fotografie, Bildbearbeitung in Photoshop, Bildbearbeitung in Lightroom. Wir haben Presets, Aktionen, wir haben Bücher, wie zum Beispiel jetzt passend zum Thema moderne Landschaftsfotografie oder moderne Architekturfotografie. Okay, das war's für heute. Seid brav, fotografiert fleißig, geht raus, auch beim schlechten Wetter. Seid nicht immer zu Hause. Vergesst nicht, es gibt kein schlechtes Wetter zum Fotografieren. An dieser Stelle sage ich Tschüss, grüßt Oma und Opa und bis zum nächsten Mal.